So, hallo und herzlich willkommen hier zurück aus Lioto in Südamerika aus dem Spiel Terranigma. Ich bin der Längster und freue mich, wie in meinen anderen fast 900 Videos, wie immer, dass du dabei bist. Und ja, wie schon gesagt, wir befinden uns in Südamerika, in der wunderschönen, heißen Stadt Lioto. Eine Stadt erfüllt mit sonderbaren Klängen und Rhythmusgefühl. Und ja, wir schauen uns hier mal um. Wir sind alle so vergnügt. Ich glaube fast, hier finden wir Melina nicht, denn die junge Dame suchen wir ja noch. Ihr wisst, die junge Dame ist ja abgehauen im Hafen. Ich glaube, wir haben geschlafen und dann war sie einfach weg, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall Läden. Können wir mal hier zum Magier mal reingehen? Ach nee, ist ein Orakel. Ach, guck mal an. Die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Okay, wir fliegen also auf die Fresse, rutschen wahrscheinlich irgendwo aus. Müssen wir mal gucken. Was ist gleich zu sagen hier? Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. Alles klar. Gibt es jetzt hier irgendwie eine tolle Waffe dafür zu kaufen oder was? Hallo. Oh, guck mal, Plüschwein. Oh, ich will das haben. Kann ich nicht haben, schade. Na gut. Oh, verdammt, ich habe gar keine Uhr angemacht. Oh, wartet, ich muss hier mal ganz schnell. Moment. Oh nein, das ist ganz wichtig. So, und jetzt eventuell so. Und jetzt können wir weitermachen. Oh, was haben wir hier? Heilt tödliche Vergiftung. Ja, ich glaube, da kaufen wir mal gleich hier. Das sind schon teuer, die Dinger. Kaufen wir gleich mal 6 Stück. Natürlich sollten wir das mit der richtigen Taste kaufen. Warte. So. 5 Stück. Nehmen wir mit. Dankeschön. Oh, das reicht. Ich nehme an, das haben wir alles schon, oder? Glaub schon. Ja, dann vielen Dank, Meister. Wir gehen mal weiter. Mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Oh, ein Clown. Und eine Katze, glaube ich, oder? Das sollte schon eine Katze sein. Das sieht schon ein bisschen gruselig sieht der schon aus, oder? Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Ja, alles klar. Oh, hier haben wir wieder einen Zwillingsbruder. Warte. Oh, lauf da nicht durch. Oh, komm schon. Oh. Jetzt haben wir. Ich habe mich mit Schuhcreme eingeschmiert. Alles klar. Kommt dann auf so eine scheiß Idee. Aber gut. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Achso, das ist eine Frau. Ne? Ach Mann, was ist denn heute los? Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz, aber man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Obwohl, vollbusige, afroamerikanische Mitbürgerinnen ja auch immer eine doch etwas andere Stimme haben, ne? Aber nun gut, das lassen wir jetzt mal so. Oh, hier, das haben wir hier. Oh, du hast auch so ein Plüschschwein. Ich will auch so eins haben. Wo hast du das her? Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht mag. Okay, wir lieben Fußball. Ich bin... Lese ich jetzt nicht vor. Oh, Mann! Das sind die letzten Loser. Ja, ich glaube, wir zwei könnten Freunde werden. Guck mal, hier liegt sogar ein Fußball. Gut getan, den sind wir fast gar nicht. Ja, die Süd... oh, der hat sogar zwei Fußballer. Sehe ich jetzt erst. Hier liegt noch einer. Die Südamerikaner hier sind natürlich Fußballpros. Wir klauen einfach mal den Eimer. Weg war er. So, alles klar. Fußball. Vielleicht müssen wir eine Fußballmannschaft noch großziehen. Terranigma Fußballmanager. Oh, mein Linden, hi. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Ja, bist schon eine Süße. Hast mir ja auch geholfen. Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder.
Oh Mann! Los jetzt, auf zum Karneval! Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal, hier gibt es die Pink Cloud, die pinke Wolke. Hallo, willst du die Zuckerwatte kaufen? Kostet nur 10 Taler. Na, die schmeckt bestimmt wieder alt, aber wir nehmen jetzt trotzdem mal eine, oder? Dankeschön. Danke und... Hihihi. Dir beim Essen zuzuschauen ist ein Erlebnis. Wir tun jetzt einfach mal so, als geben wir Mylin auch noch eine, oder? So, das hat jetzt Mylin gegessen. So, bitteschön. Das war ab. Und auch wenn wir Mylin zuschauen, sieht das sehr lustig aus. Was gibt's hier? Magst du Tortenwaffen spielen? Was meinst du? Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Alles klar. Zack. Zack. Oh, die war trotzdem getroffen. Die war auch getroffen. Und die war getroffen. Und achso, ich muss die alle treffen, oder was? Ich verstehe. Scheiße, aber wir haben da rechts eine verpasst. Nein, da ist eine nicht getroffen. Ah, ich hab's gerafft. Okay, beim nächsten Mal schaffen wir's. Oh Mann, du bist der totale Loser. Du bist ein Arsch, Alter. Ist ja unglaublich. Gute Laune hier. Hol aus und brate ihn eins über. Aber wirf fest genug. Ich will nochmal... Komm schon, darf ich mich nochmal? Jetzt, oder? Oh, darf ich das nur einmal machen, oder was? Musst du erstmal warm werden? Ah, ich bin voll abgezockt. Was ist hier? Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunde verbracht. Fragen wir den nochmal. Komm schon, lass mich nochmal spielen. Du bist ein Arsch, echt. Lass der mich einmal probieren. Was soll das denn? Hallo, hast du einen schönen Erfahrung? Hallo? 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 Astarica liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Astarica pflegen seltsame Rituale. Jo. Arg, wo willst du denn hin? Es gibt doch viel zu sehen. Okay, dürfen wir wohl nicht rein. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Okay. Hallo, hallo, hallo. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung. Aber nachts... Ach komm, jetzt lass mich doch mal da reingucken, Mylin. Warum schleppe ich dich denn mit, wenn du mich hier so tyrannisierst? Mensch. Früchte gegen den Durst. Äpfel nur 8 Taler und Melonen 12 Taler. Boah, ich will eine Melone. Her damit. Ich bin reich, ich kann es mir leisten. Ich bin durstig, ich kaufe. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Ne? Lecker. Danke. So, und natürlich achten wir natürlich wieder auf Mylin, deswegen kaufen wir jetzt noch so ein Ding. Einfach nur, weil wir so tun, als hätte Mylin jetzt auch eins gegessen, ne? Ja, lecker, ne? So, jetzt noch ein Eis und dann gibt es bestimmt Bauchschmerzen. Wir haben Eis, Kaffee anzubieten, Eis und Kaffee anzubieten, für jeweils nur 10 Taler. Ja, Kaffee wird jetzt gut tun, dann werden wir nochmal wach. Nehme ich hier gerade auch nochmal einen Schluck. Das war roter Kaffee, oder? Kann das sein? Selbstverständlich kommt mir ja auch zwei. Oh nein. Na okay, Mylin, du kriegst ein Eis. Bitteschön. So. So. Oh. Also ich hab's nicht gegessen. Mylin hat's gegessen. Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Im Süden liegt der Hafen. Dort kannst du Seeleute treffen. Oh. Gucken wir mal. Ja, ich sehe schon, du willst mit mir zur liebenden Statue, ne? Ja, du bist schon ein geschicktes kleines Luder, ey. Oh. Wie
romantisch. Ob Mylin weiß, dass ich Melina eigentlich liebe? Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Oh, das ist doch eine süße kleine Knuffige. Aber wir sind treu, oder? Ich meine, wahrscheinlich ist es ja gar kein totaler Quatsch. Wenn ich jetzt sage totaler Quatsch, dann laber ich doch auch nur Müll, oder? Denn sie hat mir eine Frage zu diesem Ort gestellt. Und wenn ich die jetzt positiv beantworte, dann habe ich ja nichts zu unserer Beziehung gesagt. Ne? So machen wir das jetzt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Psst, sei still. Mark, du bist wohl nicht besonders romantisch? Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Ark. Und wenn ich schon jemanden liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar. Ist das jetzt ein Ultimatum oder was? Och, Mädchen. Das finde ich ein bisschen uncool jetzt. Magst du das hier überhaupt nicht, ne? Das ist immer so nach dem Motto, tu mir weh oder ich tu dir weh, ne? So eine Scheiße. Oder, lüg mich an und dann werden wir glücklich, so nach dem Motto, ne? Ah, so Entscheidungen immer, ne? Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, es hängt mit der Erscheinung der Nixeninsel zusammen. Aha, die Nixeninsel also. Das wäre doch auch was für uns, oder? So ein paar Nixen. Das wäre geil, oder? Wollen wir da nicht mal hin? Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Oh, ich nehme den gleich mit. Ich nehme den mit. Kann ich nicht, schade. Ein Samba-tanzender Affe. Ja. Oh, hier, wir können wieder... Jetzt können wir wieder hier. Lass mich. Na klar. Komm schon, lass mich. So, zuerst nehmen wir die da hinten. Oh, scheiße. Ey, das war voll getroffen, Alter. Jetzt habe ich hier nur das vordere getroffen. Erstmal die und jetzt machen wir die da hinten, oder? Ach, scheiß doch, die wandern. Ich hab's getroffen. Okay, wir haben noch drei. Ich kann's noch schaffen. Jawohl. Jawohl. Und jetzt Trommelwirbel. Jawohl. Geschafft! Du scheinst Katzen zu mögen. Vielen Dank. Zum Dank erhältst du eine meiner Lieblingssteine. Ein wahres Juwel. Ja, her damit. Ha. Sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. So, wo war denn jetzt noch ein Haus? Waren wir jetzt hier links oben schon? Da war der Affe drin? Nee, da müssen wir nochmal rein, ne? Achso, war das Hotel? Nee. Das sieht aus wie... normale Wirtschaft. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein Kristall. Ja. Ja. Warte, hier, so. Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker. Boah, ich hab so viel Süßzeug gerade gegessen. Tut mir leid, ich muss jetzt erstmal... Nee, ich muss jetzt erstmal was anderes. Ich muss erstmal verdauen. Kann doch hier nicht nach Zuckerwatte und Kaffee so viel Zeug verspeisen. Was machen wir denn jetzt? Kann
Jetzt muss ich nochmal schlafen gehen und dann mich hier mit Melina treffen, oder? Machen wir das doch mal. Mann, Mann, was für eine Partystimmung hier. Gucken, ob ich oben... Achso, ich muss das... Einsetzen mal wahrscheinlich nehmen. So. Jawohl, es geht ohne zu zahlen. So, was sagen wir Melina jetzt? Ne, Mylin, nicht Melina, meine Güte. Die heißen aber auch alle gleich hier. Melina, Mylin, Moluna, Marlina. Oh, jetzt ist hier sogar abends, ne? Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, was sage ich ihr denn? Was sage ich ihr denn? Eigentlich dürfen wir ja nicht. Arg? Arg? Das ist die echte, ne? Guckt euch mal die Haarfarbe an. Was? Keine Sorge. Der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Kriester, all das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war. Ark. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Das ist mein Lind, ne? Ark, ich liebe dich bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe? Du denkst nicht an mich? Ark, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Den letzten Satz haben wir leider nicht lesen können und... War jetzt schon ein bisschen unfair von der Mylin, oder? Jetzt hat das, die hat doch garantiert jetzt Melina aus meiner... Gedankenwelt erschaffen und hat mich quasi verarscht. Ja, nicht schlecht, oder? Vor der echten Melina sind wir abgehauen, vor der die falsche Melina rennt vor uns weg. Melina, mein Gott, und Mylin rennt jetzt auch vor uns weg und ist sauer. Also irgendwie haben wir es mit den Mädels, ne? Wir haben es voll drauf, glaube ich. Ja, und jetzt muss ich hier bestimmt irgendwie hinterher rennen wieder. Ach, verdammt nochmal. Was mache ich denn da jetzt? Gerade ernsthaft überlegt, ob wir hier schon mal waren. Aber das scheint nicht so. Juhu, noch mehr Kraftpunkte. Ja, mehr gibt's hier nicht. Tja, vielleicht finden wir sie ja am Hafen, ne? Auf jeden Fall passiert hier was. Haben wir es alle kapiert? Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm. Was? Ja, sollten wir uns mal dazu gesellen. Nun,
Der Chef sollte gehen. Ja, es klingt gar nicht so verkehrt, ne? Der Nixon-Turm erschien im Osten des Meeres und mit ihm Monster. Viele sind verschwunden, wir können nicht mehr zur See fahren. Alles begann, als der Turm erschien. Aha, das klingt auch nach einer Aufgabe für uns. Komm, wir quatschen immer an, wir machen das. Du, Fremder, du willst uns helfen. Wenn du den Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du? Also für ein Schiff, da sagen wir nicht nein. Ihr Feiglinge, überlasst die Angelegenheit nur mir. Ehrlich? Du tust es? Fantastisch! Wenn du bereit bist, geh an Bord. Ich werde dich zum Turm bringen. Alles klar. Ich bin an Bord. Ja, scheiß auf Mylin. Wir wollen ein Schiff haben, oder? Ich bin ganz heiß drauf. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Alles klar. Oh, jetzt kann man uns ein Schiff verdienen. Das ist natürlich sehr geil. Oh, wir haben sogar eine Landkarte dann. Ah, was ist das? Ach so, das ist schon der Turm. Ich verstehe. Der Turm. Und ich habe bei so Dingern irgendwie immer das Verlangen. Ich muss. Okay, man kann tatsächlich runterfallen. Ich will nochmal hoch, bitte. Bin ich jetzt wieder oben? Ist denn hier eigentlich wieder so gruselige Musik? Ich dachte, hier sind Nixon und so. Sind das nicht eigentlich so sexy Damenkörper mit so einem kleinen Top? Hallo? Ich habe jetzt gedacht, ich ertrinke gleich und werde von einer wunderschönen Ariel wieder ins Leben zurückgeholt, aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Habe ich irgendwas übersehen? Ist ja gar nichts los. Passiert jetzt hier mal was? Wo sind die Nixen? Ich will hier keine. So hässliche Fische. Wer will denn so hässliche Fische? Ich will geile Nixen haben jetzt hier. Mylin will uns nicht, Melina will uns nicht. Die andere Mylin ist nicht in Greifweite, also müssen wir doch hier irgendwie so eine Nixe nehmen. Was ist hier los? Was ist hier los? Wow. Wally im Flug getroffen. Aber auf damit. Wow. Oh. Wenn er mich hier mal wegkickt. Das ist ja Wahnsinn. Nummer. Du hast eine ganz andere Farbe. Ich glaube, du bist der Wichtige. Ey, schubst mich doch hier nicht so blöd, Mann. Was seid ihr denn für dumme Viecher? Können wir hier. Können wir erstmal die Kläne, oder? Ich will das auch nicht ablegen. So. Wo ist denn der andere jetzt? Ah, da oben war er doch. Ha!
Was macht die große Blase? Aua. Oh. Guck mal, wie der mich immer kickt. Hinfort mit euch. Der ist sogar schneller wie ich. Wo ist denn der andere? Jetzt ist aber mal gut hier, ne? Oh. Da kommt er, da kommt er. Oh, wie der mich wegkriegt. Der andere ist ja auch doof, oder? Der kommt immer, guckt so. Wo ist er? Wo ist er? Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Jetzt kommt er. Wo ist er? Ich muss gucken, wo ist er? Wo ist er? Oh, schnell wieder weg, schnell wieder weg, schnell wieder weg. Alter, schnell weg, weg! Oh, ich sehe gar nicht. Wo ist er? Ich muss gucken. Wo ist er? Der nicht erzwang, ich muss gucken. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Da ist er! Da ist er! Schnell wieder weg! Schnell wieder weg! Und dann, oh, haut er immer zu einer Seite ab, wo ich gar nicht bin. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ja, jetzt kick mich doch. Och, scheiße. Vielleicht sollte ich zaubern, wenn der im Bild ist. Schön Feuerzauber, oder? Gegen so Wasserwesen. Aua. Wie kann mir denn eine Seifenblase bzw. eine Luftblase wehtun? Guck mal, jetzt steht der richtig nah. Kick das nochmal. So, auf die Feder, auf die Zauberschatulle. Feuerring 2. Ja. Wahnsinn, oder? Als die Aura des Todes den nächsten Turm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Habe ich eigentlich jetzt zwei von den Ringen gehabt, oder? Ja, okay. Das Flüstern der Nixen. Was flüstern sie mir denn? Ark, wir wollen dich. Ark, komm zu uns. Wir wollen nur dich. Es gibt keinen besseren Liebhaber als dich, Ark. Komm zu uns. Ja, wo seid ihr? Ich komme. Ich habe meine Muscheln auch schon vom Körper entfernt. Ja, jetzt wird's aber bizarr hier, oder? Also, alle hier unten vielleicht. So. Oh. Ariel hat aber rote Haare und eine grüne Flosse gehabt. Das ist jetzt, also da bin ich jetzt nicht ganz zufrieden. Aber geschenkt Gaul, guckt man sich jetzt mal an, ne? So einfach ist das. Hab Dank. Es gibt noch viel zu tun. Menschen sind auf See so hilflos. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, dass wir ihnen helfen. Oh, das ist ja schön. Aber Piraten und so, die lasst da untergehen, ne? Also ihr helft ja wahrscheinlich nur den gutmütigen Menschen. Oh, da ist sogar ein Fisch, ein goldener Fisch. Wir sind hier übrigens unter Wasser, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das in dem Video so gut seht, aber wir haben so eine Blase um uns herum. Wenn ich hier so am Rand stehe, sieht man das so ein bisschen da. Oh, da kommt der Fisch. Essen, essen, essen. Scheiße. So ein Vorbeigehen, den Fisch grabben und einfach im Mund stecken, oder? Du siehst aus wie hier irgendjemand Wichtiges. Einst war auch ein... Ach so. Was? Ach so, einst war auch ich ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen. Doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Bei den Great Lakes, das war ziemlich weit im Norden, ne? So kurz vor Kanada. Aber wir kriegen ja jetzt ein Schiff, ne? Und können da ja hinfahren. Gibt's hier keine Nymphe mehr für mich?
Wir müssen doch irgendeine Nymphe geben. Nympft mich mal an. Ark erhält eine Nixenlanze. Ich denke mal, die ist auch nur zum Kämpfen gedacht. Was ist denn heute los, sage mal? Diese komischen Gedanken. Alter Schwede, warum sind die so stark? Die Waffe der Meerjungfrau. Ich habe fast das Gefühl, ich habe da was vergessen. Der Turm ist das Leuchtfeuer der Seeleute. An diesem Ort sammeln sich alle gestrandeten Schiffe. Auch die Seelen der Verstorbenen finden hier ihr neues Heim. Ja, was für eine Zeit befinden wir uns? Kolumbus und so ist vorbei. Wahrscheinlich so Anfang 17. Jahrhundert jetzt mittlerweile. Vielleicht schon so 18. Jahrhundert. Das heißt, ja, so in 200 Jahren... Wann ging Bioshock los? Das war schon so 40er Jahre, ne? 30er, 40er Jahre. Sehe ich das richtig? Da ist das bestimmt der Bioshock-Turm hier, oder? So ein Leuchtturm mitten im Meer. Am südwestlichen Ende der Welt ruht der sechste Kontinent. Entschuldigt, da musste ich aufstoßen. Im ewigen Eis. Ja, dort ist der Schatz der Nixon verborgen. Als Dank soll dieser Schatz nun dein sein. Am südlichen Ende der Welt ruht der sechste Kontinent. Im ewigen Eis. Dort ist der Schatz der Nixon verborgen. Scheiße, jetzt ist die Zeit schon rum, aber den hätte ich natürlich gerne nochmal gesucht. Machen wir im nächsten Part, oder? So, und ihr lasst mich noch nicht durch. Natürlich interessant, dass die andere da so tief schwimmt, ne? Wenn ich mich da so ein Stück weiter nach rechts schicke. Mann, heute ist echt schlimm mit mir. Hab Dank! Du hast uns zurückverwandelt. Nimm dies als Zeichen unseres Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich damit Magie vor Gefahren schützen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Der nächste Zauber, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Eigentlich würde ich ja schon gern bei euch bleiben. Tja, und da sind wir wieder aus dem Wasser raus. Oh, ich dachte, ich darf jetzt selber fahren. Dank deiner Hilfe ist das Meer wieder sicher. Ein Seemann hält sein Versprechen. Dieses Schiff gehört dir. Zum Ablegen musst du nach unten drücken. Fahre einen Hafen an, um anzulegen. Ark erhält das Schiff. Geil, jetzt habe ich ein Schiff. Ja, geht's auch weiter. So, ja, ich mache mich mal ganz schnell wieder auf den Weg nach Lioto. Denn der Part ist leider vorbei und wir haben auch viel geschafft heute und müssen uns erstmal ausruhen, ne? So, schreibt mir doch wieder was zu dem Part, wie es euch gefallen hat. Und hört gar nicht auf meine Ferkel-Kommentare und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Heute ist ja mal wieder so ein bisschen Action passiert, aber auch nur so ein kleines bisschen. Das war ja so ein Mini-Dungeon. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen ausgeschlafen. Wir gehen nochmal speichern. Und wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Warte. Oh, jetzt habe ich direkt den letzten Save überballert. Okay. Bis zum nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye bye. Längster.